Feurio zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwei Unfähige und Balui. Oh wow, das stand nicht wirklich bei dir in den Kommentaren. Doch, das stand bei Nein, das stand niemals in deinen Kommentaren. Hast du mit dem zweiten Account runtergeschrieben? Ihr Penner, da stand drin, Zwei Unfähige und Balui. Denkt dran, wir brauchen weiterhin eure Namensvorschläge für unser Projekt, dessen Name einfach undefiniert ist. Wir freuen uns sehr auf eure jedes Vorschläge. Jedes Mal einen neuen Namen. Also ich finde Zwei Unfähige und Balui bisher am besten. Ich denke immer noch, das warst du und hast mit dem zweiten Account runtergeschrieben. Warum sollte ich das tun? Ja. Damit du uns auch mal auswischen kannst. Nein, ich finde Zwei Unfähige und Balui sehr nett. Ihr seid einfach, ihr gönnt mir nichts. Nix gönnt ihr mir. Oh, Blaulicht, wir gönnen dir alles auf der Welt. Da ist wieder ein Squid. Hallo, Freundchen, willkommen zum Sterben. Also, aua! Was soll das denn? Du kriegst wieder Bratpfanne auf die Fresse, Alter. Was soll das denn? Ah, okay. Leimrüstung. Jetzt gucken wir doch mal, wie wir dieses Scheißzeug herkriegen. Da muss doch irgendwie eine einfache Möglichkeit geben. Hab ich denn mein... Was machen wir jetzt mit deinem Gras, das du bekommen hast? Das habe ich schon angefangen, zu dort zu verarbeiten. Nein! Gras! 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 Nein, Gras ist Gras! Lustig. It's funny because it's true, ha 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 ha. Wow. Ich kann die Thieves nicht benutzen für unsere Spinnweben. Da muss ich da jetzt extra noch das Billigsieb für bauen, ehrlich. Das ist nicht lustig. Hatten wir nicht noch irgendwo eins hier, so ein Standard-Zief hier? Plopp! Standard-Zief! Aber dieses Loch in meinem Raumschiff, ne? Finde ich auch nicht so geil. Welches Loch in deinem Raumschiff? Ja, mein Loch in meinem Raumschiff. Das, was du hier hingebaut hast. Da, wo wir den Keller machen wollten, aber du anscheinend das dir schon wieder anders überlegt hast. Ja, warum sollten wir den Keller auch da hinbauen? Hä? Wollten wir nicht einen Keller bauen? Ja, eben. Ja. Geht's im Keller? Aber gerade geht es noch darum, dass wir uns nicht umbringen. Ja, aber dass die uns nicht umbringen, die anderen. Du hast jetzt 20 Folgen ein blödes Loch gebuddelt. Eine Folge! Achso, beides war eine Folge. Das waren zwei Folgen lang. Nein, das war einfach nur mit der Torch unten stehen, draufdrücken, fertig. Ja, aber wofür? Für Sand. Ich hab Sand gebraucht, Balui. Ich weiß, du möchtest da gerne mehr zwischen die Beziehung zwischen mir und dieses Loches interpretieren, aber es war eine rein körperliche Beziehung. Das ist... Ja, so genau, reicht. Dankeschön. Danke, das war sehr unterhaltsam. Wir beenden die Folge dann an dieser Stelle, weil ich mich übergeben muss. Tschüss, Leute. Meine sehr verehrten Damen und Herren, übergeben Sie sich heute noch in die Hände von Balu. Zu viel Sand gesehen in letzter Zeit. Ich bin Snutman. Ja, er sieht nur gelb. My name is Snutinator. Haben wir schon neue Samen? Irgendwelche Seeds, die ich noch nicht habe? Kannst du nicht welche... Cactus Seeds, geil. Ja, das müsste ein Market geben. Kannst du vielleicht traden, aber da brauchst du halt Emeralds für. Guck mal nach einem Market, ob der funktioniert. Ja, ein paar, aber nicht alle. Alle Emeralds können wir leider nicht haben. Hä? Sind zu wenig. Alle Emeralds. LOL! Nein, hier ist wirklich eine Kiste. Nein. Vor der Schnauze ist wirklich eine Kiste. Nicht vor der Schnauze, sie haben gesagt, vor hinterm Ja, ich bin hier gerade dabei, den Graben zu buddeln. Hier ist wirklich eine Kiste. Und was ist in der Kiste drin? Ja, hab nicht reingeguckt. Juckt mich ja nicht. Die steht halt im Weg. Die haben uns ja gespoilert, deswegen ist egal. Ey, das ist eine Redstone. Lauft! Wer ist gemeint mit La? Was ist passiert? Dankeschön für die Kiste. Ich habe noch gesehen, es war eine Redstone-Chest, aber ich habe nicht gedacht, dass da wirklich so ein Scheiß drin ist. Alter Schwede, zwei Folgen lang Loch buddeln und jetzt muss ich ein Loch füllen. Ich hasse es. Ich krieg's kotzen, ey. Boah, ist das tief. Dass du das überlebt hast.
Ja, ich bin da vorne gestanden. Ich habe ja gesehen dann, als der Block darunter getickt ist. So viel zum Thema. Da ist eine geheime Kiste, ihr Penner! Zuschauer sind doof. Zuschauer sind der letzte gemeine Scheiße. Niemand mag Zuschauer. Geht weg, Zuschauer. Tschüss. Schaltet einfach ab, lasst vorher noch ein Like da, geht einfach weg. Tschüss. Katze, Hund ist ganz viel Sand. Du wolltest doch Sand haben. Ja, komm, wir machen jetzt hier einen auf Sand, Mohaus. Oh, Mann, ey. Das gibt es nicht. Gibt es ja nicht. Also ich denke, ich brauche da irgendwo eine Kiste oder eine Barrel oder sowas, um den Sand da abzufüllen. Also ich hätte es jetzt nicht vermutet, dass die Zuschauer uns wirklich da irgendwie so, aber... Ja, das Problem ist, die Zuschauer haben mich da auch nicht hingeführt, sondern ich habe die einfach so gefunden gerade. Deswegen, wenn es die Zuschauer gesagt hätten, hätte ich jetzt gerade noch drauf geachtet, dass das nicht so was ist. Vielleicht ist ja eine andere Kiste, die bisher noch keiner gefunden hat. Ich glaube, dass das viele Leute gefunden haben. Weil noch keiner so ein Loch gegraben hat um sein Raumschiff. Ich meine, es gibt ja auch nur Vollidioten, die nicht merken, dass das eine Redstone-Kiste ist. Ne? Warum kriege ich denn immer noch Schaden? Ach, ich habe immer noch Hypothermia, obwohl ich gerade runterkühle. Ja, ich habe ja gesehen, dass es eine Redstone-Chest ist, aber ich dachte mir nicht, dass da jemand wirklich Redstone-Ding hat. Ja, Balu, ich habe es gesehen. Ich habe nicht richtig reagiert. Ich habe den Noob gemacht. Das Ding hier fällt nichts mehr. Ja, ich weiß, ich arbeite schon an einer Lösung. Das müsste sich doch eigentlich selber mit Strom, mit Holz speisen. Das Einzige, was kaputt gehen kann, sind hier... Ja, die hier, Axt, ich hole gerade eine neue. Du hast ja gesagt, ich soll Flint machen, aber wir haben keinen Flint. Doch, in den Kisten mit dem Loot. Nein, ohne Scheiß. Die rechte Kiste, wenn du reinkommst durch die Tür, die rechts von dir steht. Da müsste Flint drin sein. Da sind auch die Dias drin. Nein. Dias? Ja. Okay. Da müsste Flint drin sein. Hast du gefunden? Ja. Ja. Nein. Ich bin Balui. Ja, nein, vielleicht. Ich mag Toastbrot. Mein Name ist Balui. Rückwärts alte schlagende Ponys werden meistens mit Schokopudding assoziiert. Ja. Nein. Nein. Ein Hamburger. Oh, Miri, kriege ich heute noch einen Hamburger? Oh. Du kannst auch einen Niedersächser haben, wenn du willst. Lustig. Ich will nicht mehr mit Katze zusammen aufnehmen. Der macht den ganzen Tag nämlich nur Kacke. Also, ich habe hier ein schönes Loch gemacht. Ja. Genau das Gegenteil zu Kacke. Bei Kacke wäre hier ein Haufen. Hier sind die ganzen Sepplinge hin, die da drin waren. Hast du die rausgenommen? Vielleicht. Warum? Was denn? Der kriegt nicht so viele Sepplinge. Ich habe viel mehr. Ich nehme mir da jetzt einen raus für Notfälle. Ja, der arbeitet ja auch im Gegensatz zu dir. Das war nicht so gemeint. Ich hab dich lieb. Ah! Hallo! Einmal was mit dem Schwert abgekriegt und dann so rumjammern, ne? Nächstes Mal nimmst du die Bratpfanne, dann lernt er Lektion. Genau. Miri, nur falls, also ich glaube, Katze, seine Kaktusfarm hier für Trinken ist mittlerweile unnütz. Aber wir könnten die Kaktusfarm benutzen für Kakteen. Da sind sogar welche hinter. Cool, 10 Stück schon. Cool. Gut, in dem Dropper müssten welche sein, ja. Guck mal, hier sind ganz viele Kakteen. Ich habe ja ein Feld. Aber das ist ein Feld, wo du nicht die ganze Zeit stirbst dran. Hier sterbe ich auch nicht dran. Wie oft bist du durch einen Kaktus gestorben? Aber nicht in dem neuen Feld. Okay, das erklärt's. Miri ist jetzt Überlebensspezialistin, was Kakteen angeht. Ja. Wir reden miteinander, deswegen klappt das jetzt besser. Die Kommunikation zwischen den Kakteen und Miri ist besser geworden. Ich bin jetzt diese Bauchbinde in irgendwelchen Dokumentationen. Kommunikationsverbesserung bei Kakteen und Miri. So in 3 Tagen schreibt dann irgendwas so von wegen, die Kakteen haben sie verraten. Hulululul. Also irgendwie ist das hier relativ unproduktiv, wenn der die Baumstämme verbrennt, weil er verbrennt die mit so einer Schnelligkeit, dass ich das nicht lustig finde. Ja, theoretisch müsstest du... Der verbrennt die Baumstämme genauso schnell wie Bretter. Aber jetzt muss man schon wieder mit Dukes arbeiten, dass das ordentlich exportiert wird und so eine Kacke, ne? Du stellst am besten einen Ofen daneben. Ja. Und machst dann einmal von unten einen Input, wo das Holz reinkommt und oben auch.
Und wenn das dann gefüllt ist, dann bis dahin. Oben und unten. Du füllst den Furnace von beiden Seiten her mit Holzloks. Achso, ja. Das, was dann rauskommt, ist Holzkohle. Das lässt den Chopper länger arbeiten. Und dadurch kriegst du mehr Holz und so baust du nach und nach eine autarke Farm damit auf. Ja, das verstehe ich. Ich verstehe nur nicht, wo ich dafür einen Dukt herkriege. Geht das mit den ganz normalen Item-Dukts? Mit den Item-Dukts geht's, aber da brauchst du so Enderspearls für und einen Conduit-Binder. Ne, gut, lassen wir das. Was ist mit irgendwas anderem? Obwohl, die Item... Oh, Husk. Wie heißen die denn? Die heißen nicht mehr... Wie heißen... Doch, es gibt die ganz normalen Item-Dukts. Ja, die meinte ich. Die mal gucken, weil ich habe gerade von den Conduits geredet, von den Item-Conduits. Ja, ja. Tin und... Used Quartz. Dann brauchst was du theoretisch nur Servos. Und Servos kriegst Glas. Du aus, ich glaube, Iron, Inver? Irgendwie sowas. Wow, ich habe Glas, keinen Sand mehr. Kann das Loch nicht komplett fixen hier. Bin sandlos. Du hättest aber deinen Graben weiter mitmachen können. Ja, das Problem ist, das Loch ist zu blöd für den Graben. Item-Duck, die brauchen also Tin. Haben wir davon schon was geschmelzt? Die Schmelze steht noch nicht, ne? Ist das Riesenloch? Nee. Warum nicht? Tin. Oh, wow, haben wir davon. Okay. Doch, wir haben noch ein bisschen was von. Wie bekommen wir eigentlich neue Seeds? Guck mal, gib mal Market ein. Market. Dann kann man bauen. Wenn du hast ein Emerald, 4 Wolle und 4 Hölzer. Okay, und dann kannst ich hab so die Hölzer. Hä? Um das zu bauen. Ja. Das kann ich beisteuern. Und ich habe ein Emerald für dich. Jetzt musst du nur noch Strings haben, habe ich genug. Ne, habe ich nicht genug, aber fast. Oh, wir können aus diesem Plattensand auch noch Sand bauen. Das ist nice. Ja, das ist toll. Haben wir Plattensand. Katze, hast du in der Stadt eigentlich auch Spinnaugen gefunden? Das kann sein, dass ich die weggeworfen habe. Nein, glaube ich sein, nicht. Aber ich glaube nicht, dass ich sie mitgenommen habe. Wäre mir neu. Nee, ich bräuchte nicht, 4 Holz, bitte. Dann könnte ich dir deinen Marktplatz machen. Bist du? Bitte. Ich habe schon 4 Holz, dankeschön. Bis du erst kommst, Weihnachten. So. Und so. Bitteschön, Miri, hier. So, wo möchtest du deinen Marktplatz hin haben? Hier. Weiß ich nicht. So, hier, bitteschön. Jetzt kannst du hier. kannst du alle Seeds der Welt kaufen. Jeden Seed, den es gibt im Spiel, kannst du da kaufen, ja. Genau. Cool. Das ist nur dein Problem. Aber wo bekomme ich ein Emerald? Wir haben keine Emeralds dafür. Wir haben noch Emeralds. Wir hatten 3 oder so, aber ich muss ja einen zum Bauen benutzen. Da musst du jetzt Gravel nehmen und es ist 7. Da hinten brennt es schon wieder. Ah, lass brennen. Warum brennt die Wüste? Ist so heiß, ey. Oh yeah, dieses Loch brennen. Zu fixen, ey. Du hast deine Aufgabe gefunden, schon okay. Damit ist er beschäftigt für eine Weile. Oh nein, ich sterbe. Ich sterbe. Warum? Weil es so warm ist in der Wüste. Warum? Weiß ich. Warum? Weiß ich auch nicht. Warum? Weiß ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, warum du immer nach hinten latscht. Hier reicht das auch schon. Jetzt war es ja noch kalt genug. Aber ich krieg ja schon Schaden. Brauche ich ja richtige Kühe. Ja, warum? Damit schneller geht. Warum? Weiß ich nicht. Wohin ging das rum? Also bei Early fragen. Muss den morgen mal fragen, während der Ball streamt. Wieder instant erschossen. Aber ich bin morgen leider nicht da. Würde es mir einen großen Gefallen tun, wenn du ihn das fragst morgen. Konkurrenz ablenken ist immer gut. Was glaubst du, welchen Platz du kriegst? 2 oder 2? ich glaube, dass wir unseren Platz verteidigen. Wir waren beim letzten Mal Tabellenletzter. Oh. Glück. Nein. Dankeschön. Das ist auch eine Leistung. Ja. Das ist gar nicht. Ja, das ist zu meiner Verteidigung. Wir haben das irgendwie 5 Minuten vorher erfahren, so nach dem Motto, dass wir zusammen teamen.
Also wir waren überhaupt nicht aufeinander eingestellt und ich war auch überhaupt nicht ausgelegt eigentlich an dem Tag, dass ich ein Turnier spiele oder sowas. Also ich war komplett fertig. Weißt du, was ich gerade höre, Miri, die ganze Zeit? Mi. Gut, dass er das selber weiß. Ich wusste gar nicht und eigentlich und die Sonne hat mich geblendet. Das ändert ja nichts daran, dass ich schlecht in dem Spiel bin. Die Taste hat gehangen. Das ist das Interessante. In der dritten Runde hat er Sachen über sein Zeug geschüttet. Da war seine Tastatur kaputt. Diese Beschreibung, ja, er hat Sachen über sein Zeug geschüttet. Hä? Ich schütte dir gleich Sachen über dein Zeug. Hallo, kannst du aufhören, mich anzugraben? Nein. Er hat Sachen über sein Zeug geschüttet, Miri. Miri, hast du noch Erde? Du könntest hier die Baumfarm noch erweitern. Einfach rundherum noch einen Ring aus Erde machen. Ich dachte, es würde nur direkt dran gehen. Nein, es geht, das hat einen Range-Upgrade gekriegt von mir. Ach so. Ja, ich denke auch mit manchmal. Mhm. Ich muss wieder was essen von Miri, ihrem leckeren Zeug, was sie immer kocht. Nein. Guckt Silkworm, na gut. Du kannst den Silkworm nehmen, ja. Das Problem ist, ich gucke mal, ich nehme erst immer wieder dann das Essen, wo halt keine Prozentzahl beisteht, weil dann darfst du das wieder essen, ohne dass du Einschränkungen hast. Ja. So langsam haben wir ja alle Essen, ich glaube 10 Stück verschiedene müssen es sein, damit du alles essen kannst. Ja, ich kann wieder Miri leckeren Fruchtsalat essen. Wuhu! So, da ist man nämlich ewig gesättigt. Geil. So delicious. Okay. Das war schön. Hast du schön gemacht. So schön. Ich glaube, du lügst. So schön. Ich glaube auch. Was ist denn Fuse Quartz? Katze, wie kriege ich denn dieses Glas für die Conduits hin? Für die Fluidux? Das ist hardenes Glas. Bedeutet, das musst du im Smelter machen, im Alloy-Smelter. Kommt auf Alloy-Mode. Nein. Das kann doch nicht sein, wenn man hier ein Rohr bauen will, dass das so kompliziert ist. Warum kann das nicht sein? Fuse Quartz, hardened Copperglas. Ich brauche einen Induction-Smelter. Ach nö, das ist nicht lustig. Ein bisschen schon, da hast du recht. Dafür brauchst du aber auch Obsidian-Pulver. MLG-Scham! Hat nicht geklappt. Hier, eine Death Note. Glückwunsch! Hat nicht geklappt. Ah, falsche Seite! Mann. Warum ist das Wasser denn weg? Och Mann, wie kann man nur so scheiße. Du warst nicht lustig darüber, dass ich an Kakteen sterbe. Entschuldigung. Immer machen sich alle lustig über das mit den Kakteen. Das war lustig. Nein. Das Wasser war halt weggebuggt. Was kann ich dafür? Ja, die Sonne hat mich geblendet. Und da hat jemand was ein Dings über das Dings geschüttet. Schon alles gut, Katze. Ja. Das ging an dich. Ja, ich glaube, jetzt habe ich Ohrenbluten. Yay! Ich habe ein Zahnrad gebaut. Yay! Ein Zahnrad. Super, jetzt können wir... Und ich hätte es nicht bauen müssen. Ich kotze! Jetzt können wir... Zähne rädern. Ich kann das verstehen, dass du das manchmal verwechselst. Aber du nicht Katze. Du Balui. Hä? Du nicht Katze. Ja, und? Du nicht Katze. Ich habe auch nicht gesagt, dass ich eine Katze bin. Ach, du hast gesagt, ich Katze. Ich glaube nicht. Wir sind auf einem neuen Tiefpunkt. Ich glaube, so tief sind wir noch nie gesunken. Oh, ist das ätzend mit euch. Ich suche mir für die nächste Folge andere Aufnahmepartner. Jo, schreibt jetzt eine Bewerbung an. Schreibt alle an Balui, ich bin Balui und es wird ausgelost. Schreibt das alle bei ihm in die Privatnachrichten und in die Kommentare. Ja, danke schön, dass ihr mir jetzt ganz viele Zuschauer bringt. Ja. Danke. Ja, bitteschön. Ja, ist gar kein Problem. Benner. Der Benner. Theoretisch.
Bring mich euch morgen um. Das ist ein Minecraft-Blog. Theoretisch. Boah, Alter. Boah, man merkt das Freitag. Boah, es ist echt, es ist Kanal genannt. Es ist, geht einfach nicht. Es ist, ich denke, unsere Aufnahmesession ist für eine Woche pausiert. Mann, ich will kein Dings hier Kacke machen. Kein Dings hier Kacke machen? Alloy-Smelter, wie ist der? Induction-Smelter. Alloy-Smelter. Naja, ist Induction-Smelter, lass mich. Ja, dann machst du den, der mit Obsidian funktioniert, statt mit Quarz. Wie sieht denn das Loch in Quarz ist für uns eigentlich ein bisschen einfacher zu kriegen. Laber nicht, wie heißt der andere? Alloy-Smelter und Induction-Smelter gibt's. Ja, Alloy-Smelter. Ja, der ist einfacher. Och, oh Mann. Warum? Warum kann ich... Warum ist das so... Woher weißt du das alles? Aua, wieso tue ich mir weh, wenn ich mich aufrege? Woher weiß ich das alles? Oh, ich brauche die Schmelze. Ich krieg's kotzen. Und wenn ich ja, die steht doch drin, kannst abbaue. Die steht nirgendwo, die liegt da rum. Die liegt in der Kiste, ja? Die steht in der Kiste und wartet auf dich, Baloui. Ja, reicht jetzt. Ich schau sofort. Wo ist hier eine Kiste? Hallo, ich bin Baloui. Tschüss. Wie tschüss? Hi, Miri. Aber er pflanzt da gar nichts in dem äußeren Ring. Hä? Ja, guck. Dein Harvester ist kacke. Ne, ich brauche mehr Baumstämme, damit er das macht. Aber du hast gesagt, ich... Ja, ich habe doch nicht gesagt, dass er jetzt schon überall pflanzt. Er pflanzt doch schon mal ein bisschen. Aber du hast gesagt, er hat es erweitert, aber es macht genauso wie davor. Willst du mich verarschen? Es wird besser mit der Zeit. Es wird irgendwann besser. Ich finde die Diskussion geil. Mann, das funktioniert. Wo denn? Du hast gar nichts gepflanzt. Ja, ich hab's wieder weggenommen. Wie machst du das jetzt da wieder hin? Nee. Du musst in südöstlicher Richtung anfangen, damit er da anfängt. Ich habe nur 15 Upgrades drin, das heißt, er kann nicht überall. Ne? Muss ich anfangen? Irgendwo. Fang halt, du musst einmal einen Ring drumherum machen, dann siehst du, wo er wieder pflanzt. Hm? Das ist kein Scherz, Mann. Frau. Ich hab dir mal einen in die Fresse geboxt. Mach einfach. Ja, aber ich hab... Ja! Du hattest nur... Wahrscheinlich hat er mich gerade getrissixt. Dass es nicht funktioniert? Dein Wahrscheinlich Ernst? Hat er mich gerade getrissixt, Alter. Da! Ja, guck! Hier geht's nicht! Miri, hör auf, er braucht jedes Mal Kohle, wenn du das machst. Ziemlich zügig zum Schlafen. Das Problem ist, da unten ist mein Grab und da sind ein paar Husks. Das ist nicht so nett. Ja. Aber eigentlich ist die Folge auch schon längst wieder überfällig hier. Ich weiß. Na, halt irgendwer nicht aufgenommen, ne? Welche Folge? Okay. Aufgenommen. Los, wer moderiert den ab? Ach, ich? Ja, ich muss doch gerade erst noch Rettung kriegen hier. Okay, Liebe. Was ist denn mit der heutigen Folge? Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Und ihr guckt bei den anderen Chaoten vorbei. Ansonsten kann ich nur sagen, mach gut bis nächstes Mal und lasst uns schön viele Tipps da. Ja, es ist mehr oder weniger. Es ist schon gut, was Katze da gemacht hat. Macht's gut und bleibt schön feurig und miau. Throw your cranes up.